der Robert von Onomato und ich bin der Franz von Onomato. Hallo. 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 Onomato, was ist das? Onomato ist eine Gestaltungsgesellschaft im Land für schöne Sachen machen. Und was sind eure Funktionen oder wer seid ihr bei Onomato? Was bist du? Ich bin der Art Director. Cool. Ja. Klingt super. Was bist du? Ich mache Konzept und Organisation. Und du bist Chef und ich bin Kundenberatung. Und sowas wie Chef. Aufreißer. Ja. Wie lange gibt es euch schon? Seit als Arbeitsgemeinschaft seit 2004 und als Firma seit 2008. Ja. Wir waren schon immer eigentlich im Land. Sind nur kurz weggezogen, oder? Aber das Herz hat uns dann wieder zurückgebracht. Wo seid ihr hingezogen? So ganz ein bisschen neben dem Land. In Gries, aber gut. Dort, wo es der im Bahnhof genau. Jetzt ist. Oberhalb. Was für Sachen macht ihr denn konkret? Also was kann man bei euch bestellen oder kaufen? Corporate Design, runtergebrochen auf alle Medien. Schwierig, also grundsätzlich ist es so, Onomato heißt ja Wortmalerei, eigentlich, ja? Lautmalerei. Wortmalerei ist wahrscheinlich. Wortmalerei ist wahrscheinlich. Also Lautmalerei, das heißt, wenn ein Wort so klingt wie das, was es bedeutet. Zum Beispiel, oder Kikriki, also Kikriki beschreibt Kikriki, den Laut, und gleichzeitig, wenn man es liest, klingt so wie der Laut selbst, oder? Oder was gibt es noch? Managerie? Miau. Miau. Wie? Managerie? Na, leider nicht. Aber Miau wäre es zum Beispiel. Ja. Oder Pfauch oder Zisch. Zisch. Oder so irgendwie. Ja. Und wie seid ihr auf den Namen gekommen? Den haben wir gefunden und der hat uns einfach gut gefallen. Und wir haben dann eigentlich gesagt, ciao, wenn wir alle Arbeiten, die wir jetzt in letzter Zeit gemacht haben, von Anbeginn an, sind wir nicht draufgekommen, wir können uns in unserer Designkompetenz eigentlich nicht wirklich irgendwo dingfest machen. Das heißt, wir machen jetzt nicht nur Corporate Designs, oder wir machen nicht nur Konzept, oder wir machen nicht nur Folder oder Flyer oder was auch immer, oder Sticker oder Buttons, ist völlig egal. Sondern wir sind nicht drauf gekommen, dass der Name, wenn wir den Namen zum Programm gemacht hätten, unbewusst, dass der Name eigentlich auch zu unserer Arbeitsweise eigentlich sehr gut passt, weil wir eigentlich auch versuchen, das, was wir umsetzen, eigentlich so nah wie möglich an den Wünschen des Kunden zu machen. Aber eigentlich stimmt es ja auch nicht an den Wünschen des Kunden, weil der Kunde weiß ja oft nicht, was er sich wünscht, sondern eigentlich so nah wie möglich an dem, was er wirklich braucht. So ist es. Ja? Das heißt, unsere Arbeiten sind eigentlich nicht jetzt der Onomato festzumachen, also dass du sagst, okay, das ist jetzt Onomato, sondern wir schieben das in den Vordergrund, das, was der Kunde, was dem Kunden wirklich passt, ja? Also was dem Kunden zugeschneidert ist. Ja? Das heißt, es ist nicht unbedingt jetzt so erkennbar, dass du sagst, ja, das ist Onomato gemacht, sondern das ist eine andere Ebene. Ne? Ich glaube, dass das nicht so wichtig ist, oder? Also überhaupt nicht. Wichtig ist eher, oder uns ist eher wichtig, und das haben wir auch mit der Zeit drauf gekommen, dass wir uns eigentlich mit dem Produkt, das wir bewerben, sage ich jetzt einmal, in weiterer Sinne ist es Bewerbung oder Verschönern oder Behübschen oder wie immer man das nennt, dass es eigentlich sehr wichtig ist, dass man sich mit dem Produkt identifiziert, dass man dann im Endeffekt da ist. Ist so nicht das eigene, ja, aber irgendwie wächst man ja mit der Firma, die dieses Produkt herstellt, ja zusammen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also, oder mir persönlich ist es zumindest wichtig, dass ich ja wirklich dann mit gutem Gewissen sagen kann, okay, das ist super, das Ding, ja, oder das hat schon einfach einen Sinn. Und dann resultiert ja daraus, dass man eigentlich auch ein gutes Design für dieses Produkt macht, wenn man drauf steht. Ja? Was ist denn so, gibt es ein Lieblingsprodukt, das du jetzt zum Beispiel nennen könntest? Boah, alle. Nein, ich meine natürlich ein paar sind ganz ein besonderes. Immer das, an dem man gerade arbeitet, glaube ich, oder? Wir machen zur Zeit, haben wir wieder einen Lauf in Richtung Verpackungsdesign und das macht Spaß, weil das irgendwie so Tüftelei ist. Und jetzt aktuell von heuer, ganz spannend, war die Gesamtkommunikation vom Elevate Festival, das mir jetzt einfällt, wo wir einerseits analoge Street-Art-Aktionen gebündelt haben
die dann fotografiert worden sind, die dann als Zeitungsinserat erschienen sind, bis hin zu den normalen Drucksachen, die immer in einer Stilfamilie dann zusammengepasst haben. Das war ganz nett. Ja. Und das war eigentlich gesamt, das war eigentlich Full Service quasi, was aber eben genau nur für diese, für dieses Projekt dann auch gepasst hat. Mhm. Für mich persönlich ist ein Tau ein langjähriger Kunde eben. Und das Theater am Ort. Da haben wir jetzt, ja, da haben wir vor anderthalb Jahren ungefähr, glaube ich, angefangen mit einem neuen, also mit einem Design, das jetzt rein von uns gekommen ist, weil zuerst war es ja nur eine Weiterführung des Alten irgendwie und da haben wir ganz neu angefangen und das ist eigentlich auch so ein Liebling von mir persönlich. Weil ich den Tau natürlich auch sehr zugewandt. Ich habe jetzt noch eine andere Frage, und zwar, wenn man bei euch vorbeigeht, ihr seid ja in der Maria-Hilfer-Straße, dann sieht man in eurer Auslage also immer irgendwas anderes. Das nutzt ihr als Galerie, stimmt das? Ja, das Problem war, Schaufenster bieten sie an für Schaufenstergalerie durch die Frequenz und durch das quasi Kunsthausviertel ein bisschen. Aber wir wollten nicht unsere eigenen Arbeiten rausstellen, weil das uns blöd vorkommen wäre, wenn wir jetzt Plakate oder irgendwelche Produkte von Kunden ausstellen und haben dann eigentlich sind in Kontakt getreten mit Künstlern, mit Jungen und haben einmal so temporär angefangen, Leute einzuladen, hängt was rein von euren Arbeiten, beziehungsweise lasst euch was einfallen. Der Josef war der Erste, gell? Josef Wurm, genau. Josef Wurm war der Erste. Und das ist gut angekommen und es war zuerst noch mehr Ausstellung und durch unsere nette neue Mitarbeiterin, die Käthe. Käthe! Hat das Ganze, eine neue Dimension gekriegt, dass wir Künstler einladen, die eigentlich auch sich ein Konzept für die Auslage einfallen lassen, so wie jetzt gerade eben unsere turbulenten Strömungen, die verblüffend an ein Schneekugelinneres erinnern. Ist eine sehr aufregende Ausstellung zur Zeit. Und wir werden jetzt monatlich immer neue Künstler drinnen haben. Das heißt, das wird so eine Wechselausstellung bleiben. Wie lange sind wir? Bis März. Bis März haben wir ausgebucht. Und, Und das organisierst du, Käthe? Ja. Ja, lustig. Ja, das ist total spannend. Da lernt man so viele Leute kennen. Und man kann mit denen dann zusammen die Auslage eben gestalten, weil die machen das während wir da arbeiten. Und die brauchen die natürlich auch einen Ansprechpartner. Und da können wir selber dann noch einiges sich abschauen. Erstens das und zweitens können wir mit denen natürlich dann in weiterer Folge zusammen was machen, weil das sind ja die meisten auch irgendwie in unserem Bereich tätig. Und das ergänzt sich natürlich super. Ne? Das modernes Netzwerk. Ja, irgendwie schon. Im Ausnahmemonat, im Ausnahmezustand Lenkwirbel werden wir dann selber was machen damit. Also da, das halten wir uns dann frei für Eigenproduktion. Da dürften wir gerade an. Spannend. Ich bin schon neugierig, was da dann sein wird. Jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar Weihnachten. Mhm. Alle anderen frage ich immer, wie sie Weihnachten feiern. Aber euch möchte ich jetzt fragen, feiert ihr hier herinnen Weihnachten? Also am 24. am Abend sind wir nicht da. Das wäre eine gute Idee. Nein, aber ich meine... Wir haben eine große Gemeinschaftsagentur Weihnachtsfeier letzten Freitag gehabt. Die war lustig, heftig, berauschend. Mit befreundeten Agenturen, das gibt es auch nicht so oft in der Branche. Ja. Und wir werden aber nächste Woche noch ein kurzes Beisammensein, glaube ich, im Büro machen mit einem Glas Sekt. Ja. So ganz unbeschwert. Darf ich noch was sagen? Ja. Ich bin dafür, so als Appell, jetzt, wenn es so ein Adventkalender ist, so ein Appell an alle, die Weihnachten feiern wollen, vielleicht Stille Nacht heuer zu ersetzen mit John Cage 433, wenn jemand Lust dazu hat.